Das sind Bilder vom 21. Dezember 2016. An diesem Tag hat der Werderberger Binnenkanal das neue Flussbett überkommen und auch gesehen. Hinten haben wir noch gesehen, Flüsse im alten Bett hinein. Ihr wisst ja, im Abschnitt von der Aarebux bis Ochsensand wird auf der Länge von knapp 2 Kilometern ein renaturiertes Flussbett gestartet. Das Grin mit Flachwasserzone ist bis zu 60 Meter breit. Und jetzt, eben am 21. Dezember, ist das Kernstück fertig gewesen und das erste Wasser ist in das neue Bett hineingeleitet worden. Ein Grossprojekt und es soll ein revitalisiertes Paradies für Mensch, Tier und Natur hier entstehen. Eine naturnahe Gestaltung also vom Werderberger Binnenkanal. Ich würde sagen, ein Jahrhundertprojekt, nicht nur für die Region, wahrscheinlich auch für die ganze Ostschweiz. Das war am 21. Dezember. Und jetzt, einen Monat später, da sperrt man eben den alten Verlauf vom Werderberger Binnenkanal. Und das heisst, man hätte zuerst müssen sicherstellen, dass all die Fische, die hier noch drin waren und den Weg in neue Flusslauf noch nicht gefunden haben, dass diese Fische eben gerettet werden können. Und das hat man mit ganz bestimmten Methoden gemacht. Wir schauen hier mal ein kleines bisschen zu. Ihr seht eine ganz komische Fischerei hier. Hinten trägt einer so einen Rucksäckel, man hat Motoralarm gehört und dann sehr, sehr konzentriert sind die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Fischereiverein Werderberg der alte Verlauf vom Binnenkanal aufgeschritten. Mich hat es doch genauer interessiert, was hier dann abgeht. Und ich habe darum den Christian Schwendener gefragt. Er weiß es genau. Also wir zügeln jetzt hier Fischzügler vom alten Bachlauf in den neuen Bachlauf. Der alte Bachlauf wird am Mittag verschlossen. Dann werden wir nochmal schauen, ob es noch Fisch rum hat und werden die unten übereinsiedeln in den neuen Bachlauf. Jetzt brauchen wir Benzin, es hat Motoren, eine komische Fischerei. Wie geht das? Ja, wir müssen halt elektrisch abfischen, weil du kommst die anders nicht rüber. Aber das tut den Fisch eigentlich nichts. Die sind 2 Sekunden betäubt, dass du es abschöpfen kannst. Und dann die bei diesen Temperaturen sofort von Wasser in Wasser, also in Kübel. Sonst würden die uns heute eingefrieren. Also heute braucht es eigentlich, muss man sehr vorsichtig sein und man muss auch schnell gehen, die ganze Sache. Also elektrisch abfischen, das heisst, man kriegt ein bisschen Strom ins Wasser, dann geht es 2 Sekunden. Die Zeit haben sie dann, um die Fische zu fangen. Also es ist eine Konzentrationsübung, oder? Ja, das ist es. Man muss schon gut schauen, weil es kommt auch ein bisschen auf das Licht drauf an. Weil die drehen sich dann schnell, als der Bauch ein bisschen aufscheint, grau. Dann musst du ihn sofort abschöpfen. Sonst ist der wieder fort, weil das gibt so einen Stromkreis. Und aus dem verlangt es natürlich, wenn du weiterlaufst. Und dann sind die Fische nachher wieder hinter dir. Dann hast du die nicht. Was für Fisch hast du da hinten? Also jetzt haben wir, heute haben wir jetzt einmal Nase haben wir. Das ist eigentlich eher eine Sensation, weil das haben wir sonst da eigentlich nicht. Es hat Aale drin, hat vereinzelte kleine Forellen, Regenbogenforellen. Und Aschen hat es vor allem drin gehabt, schön grosse auch, und sehr viele Groppen. Jetzt sagt mir alle, wir haben nur so Fisch in unseren Gewässern, aber das stimmt nicht. Also die Gewässer sind in dem Fall tipptopp gesund. He? Ja, das ist ein bisschen ein Meer. Ich sage so, es hat sicher Fisch drin, aber natürlich nicht das, was es müsste haben, weil der Kanal ist im Sommer viel zu warm. Und da wirst du im Sommer praktisch keine Forellen mehr sehen, weil wir haben im Sommer jetzt Tendenz zu den Weißfisch. Das heisst, wir haben mehr Aalen, wir haben mehr Barben und Aschen, aber wir haben keine Forellen mehr. Und wir sind hier natürlich zwischen der Straße und sehen, es könnte ein Fahrzeug vorbeifahren. Die kommen jetzt also schon mit der nächsten Fuhr wieder? Ja, die dann jetzt wieder umladen und dann werden die wieder weiter oben besetzt. Für dich ein Stress, du musst auf lange Hand das müssen vorbereiten, gell? Ja, ich hatte hier eine Weile, wir mussten die Gruppe sauber einteilen. Und wir haben jetzt 50 Leute am Start. Es sieht aus, als würde ein Teil rumstehen, aber das wird sich dann am Tag spätestens ändern, wenn wir die ganze Menge Leute auf einen ganzen Bachlauf verteilen, dass nicht die Fische zu lange in der Luft sind, weil die sind nachher kaputt, die frieren nachher ein bei diesen Temperaturen. Das heisst, wir machen hier alle 10 Meter, wenn wir noch Leute haben, die Fische sofort weglesen vom Bachbett, wenn es kein Wasser mehr hat. Und apropos einfrieren, die Leute, die dann im Wasser stehen, frieren die auch halb ein? Ja, dort haben wir eigentlich 2 Leute oder 3 zu viel gerechnet, dass wir die auch austauschen können, wenn einer gerade nach zu immer frieren ist. Und wir haben unten einen geheizten Container, haben ein Zelt, haben ein Feuer, Mittag gibt es Suppen und Würste, also sie kann sich dann stärken, dass sie am Nachmittag wieder fit sind. Und übrigens, der Teil jetzt von diesem Kanal, der wird noch abgespielt. Der ist noch quasi ein totes Gewässer. Also der ist kein Gewässer, der wird noch sogar aufgefüllt im Rahmen des Projekts, weil das gibt noch einen Landwirtschaftsboden auf dem Stück, wo wir jetzt abfischen. Der wird noch aufgefüllt. Bis jetzt Mittag, alles fertig? Nein, zu aufgefüllt nicht, einfach zu abgesperrt und Fisch draus gelesen. Das Projekt selber geht ja unterhalb und oberhalb von dieser 800 Meter Strecke noch weiter. Und das wird sehr wahrscheinlich Sommer, bis das dann das komplette fertig ist.
Da müsst ihr euch vorstellen, auf einem Abschnitt von etwa 2 km 60 Meter breite Flachwasserzone, die man beobachten kann, wo man sich erholen kann. Wirklich sicher ein sehr gigantisches Projekt. Aber bevor das Projekt standen ist, hat man natürlich eben auch die Fische im alten Verlauf retten. Und das ist aus meiner Sicht doch noch recht eine komplizierte Geschichte gewesen und auch eine mühselige Geschichte. Minus 9 bis 10 Grad. Die Leute sind hier im Wasser gestanden. Klar, dort war es nicht ganz so kalt gewesen, aber doch auch sehr, sehr kalt. Aber die Lufttemperatur 9 bis 10 Grad, neblig und volle Konzentration, um die Lebewesen, die hier drin sind, die Fische hier noch zu finden. Die hat man dann hier abgefischt und nachher ein paar hundert Meter weiter nordwärts gebracht, eben in einen neuen Flussverlauf. Das sehen wir alles noch. Und ihr müsst euch vorstellen, immer unter diesen Bedingungen, wenn in der warmen Stube drin sind, dass hier die freiwilligen Helferinnen und Helfer von dem Fischereiverein wirklich alles gegeben haben. Es ist wie immer bei diesen Grossprojekten, die Freiwilligkeit belebt so Projekt nochmal ganz speziell. Und ich bin überzeugt, wenn ihr dann dort spazieren geht, auf dieser 2 Kilometer langen, 60 Meter breiten Strecke, wo der Kanal ist, dann neu meandert, dann werdet ihr daran denken, was die Männer und Frauen hier bei minus 9 bis 10 Grad geleistet haben, um eben das Projekt zusätzlich zu beleben. Ich bin auch überzeugt, dass das Grossprojekt einen Haufen Leute aus nach und fern wird anlocken. Ein ganz spezielles Projekt, die Renaturierung vom Werdenberger Bienenkanal. Und jetzt ist das darum gegangen, um alle Fische hier noch zu retten, die im alten Verlauf drin sind, die nachher eben der Landwirtschaft zugeführt werden, wo es nicht mehr so wird geben. Aber nicht vergessen, in der warmen Stube drin sieht es anders aus, als es draussen war. Neblig, minus 9 bis 10 Grad, Freiwilligkeit, die das Projekt belebt.
Ja, das war die erste Fuhr und so ist es weitergegangen. Fischli für Fischli ist so gerettet worden in mühseliger Arbeit von den freiwilligen Helferinnen und Helfern vom Fischereiverein Werdenberg. Man hat nichts dem Zufall überlassen. Auf jeden Fall ist jetzt das alte Stück vom Bienenkanal bereit, um eben geschlossen zu werden. Das ist bereits jetzt der Fall und da soll es über Ackerland gehen. Und wir freuen uns auf den Sommer, auf das Grossprojekt. Das können wir anschauen, oder?